Musiker deutscher Zunge, die auch bei jüngeren Leuten populär sind. Ein Mann, der ja immer wieder, Sie machen es immer wieder so, dass Sie aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen musikalische Elemente aufgreifen. Gehen Sie da gezielt auf Weltreise oder wie geht das? Eigentlich weniger. Da bin ich ein bisschen mehr so wie Karl May früher und suche mir die Sachen aus der Literatur. Beziehungsweise ich habe ja ein paar Duette gemacht aus anderen Sprachbereichen, Französisch, Italienisch. Und was musikalisch angeht, ich höre mir halt gern für jedes Album irgendwelche Instrumente, siehe Bandoneon, siehe Dobro an oder ein paar, sagen wir mal, ausgeflippte Instrumente. Und die versuche ich dann mit meiner Musik zu verbinden. Das hören wir jetzt. Stefan Waggershausen und Korkenzieher im Herz. Wenn du sie siehst, grüß sie von mir. Sag ihr, es ist so wie immer hier. Ich bin drüber weg, es tut auch nicht mehr weh. Wenn du sie siehst, sag ihr, ich bin okay. Es läuft so, wie ich es will. Sag ihr selbst, mein Schutzengel weint fast vor Glück. Wer wirklich um mich steht, sag ihr bitte nicht. Ist, als ob ich in ein offenes Messer renn. Sag ihr bitte nichts, sag nichts von diesem blöden Schmerz, der da rumwühlt in mir wie ein Korkenzieher im Herz. Nichts von dem blöden Schmerz.